Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Studi-Twister! Und es geht sofort los! Der Chemiker. Es gibt zwei Arten von Chemikern. Die, die Angst vor allem haben, und jene, die von allem angezogen werden, was schäumt, zischt und brodelt. Der Philosoph. Er zeichnet sich durch den Konsum von nicht legalen Sandwiches und stundenlangen Diskussionen über wirklich elementare Themen aus. Naja, aber hieraus kommt ja das Huhn. Wie soll denn das Huhn vorher da gewesen sein? Der Informatiker. Nur ein Wort. Kellerkind. Aber pssst, er scheut das Tageslicht. Ach, mach das Licht aus, meine Augen! Kommunikationswissenschaften. Hauptsächlich weiblich. Überdurchschnittlich hübsch. Wollte schon immer was mit Medien machen. Mehr gibt's da eigentlich nicht. Der Soziologe. Sucht methodisch nach Bestätigung seiner eigenen, sehr relevanten These. Darf ich dich mal was fragen, ganz kurz? Also, Ninja oder Pirat? Pirat. Supporte mich mal, ich habe jetzt hier eine soziologische Studie. Nee, im Ernst, Mann. Nein. Ninja oder Pirat? Ninja oder Pirat? Und hat das Bedürfnis, seine Umwelt ständig zu analysieren. Schieß oder mit oder ohne Gurke? Psychologen studieren dieses Fach eigentlich nur aus einem Grund. Um sich selbst zu therapieren. Und mein Hamster ist auch tot und ich kann da gar nichts für. Mir geht es gut. Der Spovi. Er postet gerne. Seine Begrüßungsmethoden sind eher ungewöhnlich. Und er versucht, alle Tätigkeiten mit Sport zu verknüpfen. Aber auch wirklich alle. Und das war's für heute. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Studi-Twister!